Guten Morgen, liebe Wanderinnen und Wanderer. Soeben bin ich in Escholzmatt angekommen. Ich habe heute eine ganz schöne Wanderung vor mir, und zwar auf den Napf. Es sind ungefähr 33 Kilometer, wo ich heute zurücklege. Es ist heute Morgen recht mild gegen gestern. Gestern war es sehr tüppig. Zum Glück ist es heute nicht so. Ich wünsche gute Unterhaltung. Ein sehr schönes Dorfbild. Da ist noch ein schöner Brunnen. Da gibt es einen historischen Dorfrundgang. Jetzt geht der Wanderweg da hoch. Ich habe da die Escholzmatt jetzt schon verlassen. Da unten ist das Dorf. Schon am Anfang geht es jetzt doch ziemlich steil hoch, und da am Boden sehe ich noch was Gutes. Da muss ich jetzt zugreifen. Da ist auch noch ein Erdbeere. So, ist weiter. Sonst komme ich da nie an mein Ziel heute. Von da unten komme ich jetzt hoch. Und geht immer noch ziemlich steil hoch. Aber oben habe ich dann wieder ein Zwischenplateau.
Den ersten Höhepunkt habe ich erreicht. Und da oben ist noch eine Kapelle. Da ist noch von der Reformation geschrieben. Und hier habe ich schon eine sehr schöne Aussicht. Eschholzmatt ist da ganz im Tal unten. Und hier sehe ich auf die Beichle rüber. Das ist dieser Bergrücken, den ich ja auch schon gemacht habe. Das ist die St. Anna Kapelle und da hört auch der Kreuzweg auf, dem ich jetzt gefolgt bin. Schön da oben, hä? Trotzdem, dass es bewölkt ist, macht mir das heute nichts aus. Da haben wir einen ganz schönen Rastplatz. Jetzt geht es wieder ein bisschen runter. Oh, diese schöne Linde da unten. Und da nochmals ein Blick zurück zu der kleinen Kapelle. Einen Blick zurück zur Kapelle. Diesen Weg, da bin ich jetzt gekommen. Schaut mal das aus da unten, wie das am Einfallen ist. Das steht, glaube ich, nicht mehr so lange da. Ha, das habe ich jetzt noch nie gesehen. So ein eingefallenes Haus. Da drüben, genau hier, sieht man noch die Kapelle. Da sieht man jetzt wieder runter nach Eschholzmatt. So viel habe ich jetzt schon an der Höhe gewonnen. Da sind noch ein paar Mutterkühe am Weiden. Und da drüben gibt es eine hohe Sandsteinfluh. Da vorne wird es dann wieder ein bisschen hügeliger. Diese Welt. So viele Gräben. Die da vorne denken auch, was das für einer ist. Von da unten in dieser Straße war ich vorher. Wow, Schrat und Fluh sieht man leider nicht.
Wir sind in den Wolken heute. Und da geht das schon weit runter. Wow. Da oben habe ich wieder so interessante Hügel. Und jetzt geht es noch immer hoch bis zu diesem Baum dort oben. Da vorne, genau da, ist die Kapelle. Da kann ich den Weg schön verfolgen, wo ich jetzt genommen habe. Jetzt habe ich wieder eine Höhe erreicht. Da vorne bei der Linde bin ich hochgekommen. Und seht mal da diese Aussicht. Da drüben irgendwo komme ich dann wieder runter. Das ist so schön da oben. Da, die paar Häuser heißen Gleicheberg. Jetzt habe ich die erste höhere Stelle erreicht. Jetzt geht der Wanderweg da nach hinten. Jetzt habe ich einen schönen Grasweg. Bis jetzt war ich noch im Kanton Luzern unterwegs. Von da hinten bin ich jetzt gekommen. Dieses Haus da hier unten, das liegt schon im Kanton Bern. Und hier vorne überquere ich jetzt dann zum ersten Mal die Kantonsgrenze, Kanton Luzern, in den Kanton Bern. Und da befinde ich mich auf dem Turner. Das da drüben ist jetzt Luzern. Jetzt mal eine Rundumsicht. Da stehe ich auf dem Turner oben, schaue hier in den Kanton Luzern hinein. Wenn ich mich ein bisschen drehe, sehe ich in den Kanton Bern. Irgendwo da drüben werde ich dann runterwandern. Und das da oben, das ist der Turner. Deinen Blick Richtung Pilatus. Und da vorne ist der Grenzstein. Da ist er ein bisschen versteckt. Da geradeaus sehe ich noch etwas, und zwar genau hier vorne. Dort ist nämlich die Sichel.
auch ein bekannter Übergang. Und auf der anderen Seite von der Sichel ist das Justistal. Und noch ein bisschen weiter vorne kommt dann der Thunesee. Da schicken sie mich jetzt schon wieder runter. Aber jetzt und es ist schön da oben. Jetzt gibt es sogar hier oben noch ein Kiosk. Ha. Schauen, wo ich da durchgehen muss. Könnte schon hier runter Richtung Trub. Aber das mache ich natürlich nicht. Ich da mal durch. Mal schauen, was da hier steht. Grenzpfad Napfbergland bin ich da wieder. Jetzt geht der Wanderweg da wieder runter. Jetzt muss ich noch schauen, auf welche Seite. Hier ist eine kleine Treppe. Jetzt bin ich heute zum ersten Mal im Kanton Bern unterwegs. Aber nur für ein kurzes Teilstück. Die Grenze geht da vorne bei diesen Bäumen runter. Da kommt jetzt der Höhenweg Entlebuch Emmental hoch und auch der Grenzpfad Napfbergland geht da durch. Und ich gehe jetzt so nach hinten Richtung Napf. Und da kommt der andere Wanderweg hoch. Da ist auch noch ein Hofladen, der Oberrossgrat. Ah, so schön. Da befinde ich mich immer noch im Kanton Bern, in der Gemeinde Trub. Und jetzt habe ich diesen Aufstieg da hier. Diese Wettertanne da vorne. Und das ist schon die Aussicht, die ich habe. Jetzt sehe ich schon wieder auf die andere Seite runter, Sentlebuch. Und da hier bin ich jetzt hochgekommen. Und
da einen Blick in den Kanton Bern rein. Da vorne bei der großen Linde war ich vorher. Das ist der Turner. Da hier bin ich hochgekommen und jetzt habe ich wieder eine flache Etappe. Das ist schön da oben. Da hier oben ist wieder ein Bänkli, aber ich gehe noch weiter. Wow, da oben ist noch ein Brückli. Das sieht dann gut aus da. Wow. Und auch die Aussicht. Fabelhaft oben. Da kommen glaube ich auch noch zwei Leute hoch. Ja, da geht es doch ziemlich steil runter. Wow, ist das schön da oben. Von da bin ich jetzt gekommen. Jetzt geht es hier weiter. Und nochmals einen Blick zurück. Oh, ist das schön da oben. Und da geht das runter. Wow. Thank you.
Da oben ist wieder ein schönes Plätzli. Aber ich befürchte, dass es wieder stark runtergeht. So wie hier. Hoffe nicht gerade so. Und irgendwo da drüben ist der Napf. Aber ich habe keine Ahnung. Ah doch, ich sehe ihn. Hier ist er. Da ist der Napf. Simmental. Ha. Und hier, wow, da geht es jetzt dann wieder steil runter. Ho, ho. Diesen vielen Steinen. Auch da im Emmental wird man von Fluglärm gestört. Jetzt habe ich wieder viel an Höhe verloren. Da bin ich jetzt übrigens wieder auf Berner Boden. Und von da oben bin ich jetzt runtergekommen. Und dort vorne habe ich mein heutiges erstes Ziel. Da ist wieder eine Alphütte. Und von da hat man einen sehr schönen Ausblick. Und da nochmals an diesen Hügel hoch, wo ich jetzt runtergekommen bin. Schon wieder einen Abstieg hinter mir. Das ist wieder ganz schön da hier. Einfach schön da oben. Wow. Da kommen auch wieder Wanderwege zusammen. Diesem da bin ich jetzt runtergekommen. Da geht einer runter. Und ich gehe jetzt hier hoch. Da einen Blick auf die Berner Seite runter. Und hier einen Blick auf die Luzerner Seite runter. Jetzt habe ich, glaube ich, wieder eine Höhe erreicht, aber bin natürlich noch lange nicht oben. Ja, da oben ist wieder alles schön flach.
Und da wechsle ich jetzt immer wieder ab zwischen dem Kanton Bern und dem Kanton Luzern. Und da drüben sieht man den Napf. Von da hinten bin ich jetzt gekommen. Blick in das Entlebuch. Die Beichler rüber. Und da geht jetzt mein Wanderweg weiter hoch. Schaut einfach mal diese Umgebung an. Dort oben bei dieser jungen Linde ist auch noch eine Bank. Und von da drüben irgendwo bin ich gekommen. Ah, ich weiß von wo. Von da. Dann alles da der Seite entlang. Seit längerer Zeit habe ich wieder eine Waldautobahn. Da geht es jetzt wieder ein bisschen runter. Aber oben bin ich noch nicht. Wieder eine ganz schöne Aussicht. Da auf die, an der Seite rüber, wo ich vorher fast durchgekommen bin. Da ganz auf der linken Seite, am Wald entlang. Und hier geht es jetzt schon wieder runter. Von da kommt auch wieder ein Weg hoch. Und da kann man mit dem Fahrrad die Napfbergland-Tour machen. Und ich habe immer noch 2 Stunden. Okay. Da geht es jetzt gerade wieder steil hoch. Oh, da hoch muss ich. Oh. Oh nein, es geht unten durch. Oh, schön. Oh, wie schön. Von da unten bin ich jetzt gekommen und da könnte ich auch noch hoch, aber das mache ich jetzt nicht. Ich habe noch so viele Kilometer vor mir. Dort mein erstes Ziel. Und da sieht man auch weit ins Land hinaus. Da habe ich jetzt wieder einen ganz, ganz schönen Weg. Geht halt wieder runter. Da ist wieder sehr romantisch.
Auf dieser Bank mache ich jetzt eine Pause. Und da habe ich auch noch einen schönen Ausblick ins Trub runter. Jetzt bin ich wieder so auf einer Hochebene oben. Und der Napf ist auch nicht mehr so weit. Wobei, es gibt da noch etliche Bogen zu machen. Was ist denn das für ein Häuschen da vorne? Da gibt es Eis. Ja, ich glaube, ich gehe weiter. Da unten ist nämlich die Alp. Von da hinten bin ich gekommen. Da unten ist die Alp. Und jetzt geht es sicher hier drüben auch durch und da ein bisschen am Hang entlang. Und da kommen sie mit den Bikes runter. Mir noch nicht so lange Zeit einer entgegengekommen. Da oben können die, die heiß haben, noch ein Bad nehmen. Schon wieder so ein Steg, wobei da geht es jetzt lange nicht so steil runter wie da hinten. Da unten ist das nass. Wow. Da wirklich ein schöner Weg. Da kommt ein Weg hoch vom Bramboden. Das ist dieser hier. Und ich bin jetzt von hier gekommen. Und weiter geht es dadurch. Noch eine Stunde 20 auf den Napf. Dort drüben bin ich durchgekommen. Und ich habe es ja gesagt, dass ich sicher hier auch durchkomme auf diese Seite. Da geht es jetzt schon wieder ein bisschen hoch. Da stehe ich auch oberhalb von einer Flur. Diese Aussicht, einfach schön. Da bin ich jetzt auch wieder auf einem Kammweg. Beiden Seiten runter. Da hier geht es runter, ziemlich steil. Und da hier vorne
sieht man dann wieder gut auf die andere Seite runter. Wow, schon steil da oben. Aber sehr, sehr schön. Jetzt da geht der Weg wieder mehr auf Luzerner Seite. Früher hat man auf diesen markanten Hügeln Rauchzeichen gegeben, von einem Hügel zum anderen, wo man noch kein Telefon hatte und auch sonst keine Kommunikationsmöglichkeiten. Diese Fernsicht oben. So schön. Und da vorne bin ich jetzt oberhalb von dieser Flut durchgekommen. Von da hinten bin ich jetzt gekommen. Und jetzt geht's da weiter. Diese Täler. Und dieser Wald da drüben. Doch alles kreuz und quer. Da vorne kommt von der linken Seite wieder ein Wanderweg hoch. Das da drüben, das ist der Napf. Und jetzt muss ich da immer noch so einen großen Bogen machen. Dort oben komme ich durch und da habe ich jetzt doch gerade wieder einen steilen Ausstieg. Und der Napf ist dort oben. Da drüben sieht man die Alpstecheleck. Ich bin gespannt, ob dort offen ist. Jetzt gehe ich mal was trinken. Da hier ist man jetzt zu hinterst vom, wenn man bei Trub vorbeifährt. Und von da hier vorne sind wir, Conny und Andreas, losgewandert, um auf den Napf hochzusteigen. Da unterhalb ist wieder eine große Flut.
da nach hinten geht der Alpenpanoramaweg. Ich gehe jetzt aber auf den Napf. Da habe ich jetzt was getrunken und ein Eis gegessen. Das hat jetzt gut getan, da vorne etwas zu essen. Und jetzt habe ich noch den letzten großen Aufstieg hoch auf den Napf. Der Napf kommt immer näher. Da vorne, durch diesen Weg, wo man da gut sieht, bin ich gekommen. Ja, ist einfach schön. Das da hier ist jetzt der letzte Ausstieg vor dem Napf. Ich habe dann kurz vor dem Ziel noch einmal einen heftigen Aufstieg. Aber bis dort geht das dann hauptsächlich runter. Da oben ist jetzt der Napf. Ich hab's geschafft. Es ist jetzt schon 2:30 gewesen, also 14.30 Uhr. Der Napf hat heute geschlossen. Diesem Grund bleibe ich nur kurz da oben. Ich wollte ja eigentlich da übernachten. Übrigens, da unten sieht man den Weg ganz schön, wo ich genommen habe, um hochzukommen. Gesagt, ich wollte da oben übernachten und leider geschlossen ist. Von Dienstag auf Mittwoch muss ich die ganze Wanderung an einem Stück machen. Da drüben, durch diese Straße, bin ich hochgekommen. Und da hier oben, da bin ich auch durch. Quasi den ganzen Hügel da vorne habe ich gemacht. Und jetzt geht es dann durch diesen Hügel da, hier vorne, durch diesen da, wieder nach unten. Und ein bisschen weiter vorne geht es nochmal hoch. Da unten sieht man die markante Flur. Eine Wetterstation. Der erste Hügel, da hier, da komme ich dann durch.
Übrigens habe ich schon von meinem Start bis hierher 18 Kilometer. Und jetzt geht's da hier wieder runter.